Vielen lieben Dank. Sehr freundlich, sehr freundlich. Oh. Ja, Löchen, ich bin Falk. Was gibt's über mich zu sagen? Politik war in meinem Leben immer enorm wichtig. Ich habe gern mit Leuten über Politik diskutiert, aber das ist die letzten Jahre wirklich schwierig geworden, weil die Fronten enorm verhärtet sind. Und mich persönlich macht das traurig, einfach weil ich nicht glaube, dass uns das alle weiterbringen wird. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir uns vielleicht mal alle gemeinschaftlich wieder darauf konzentrieren sollten, was uns eint und was uns im Kern zusammenhält. Und das ist der Hass gegen U-Bahn-Musiker. Wirklich, mal ganz ehrlich, stell dich mal vor, ihr habt einen harten Dienstag gehabt, ihr seid mega im Arsch. Ihr wollt einfach nur nach Hause, bisschen Netflix schauen und pennen. Wenn ihr so im Arsch seid, setzt ihr euch nicht in eine U-Bahn und denkt euch, oh, was ich jetzt bräuchte? Ein schönes bulgarisches Volkslied. Nicht vorkommen. Ich wohne seit 8 Jahren in Berlin, ich hatte ein bisschen Zeit, mich an bulgarische Volkslieder zu gewöhnen. Aber die eine Sache, an die ich mich bis heute nicht gewöhnt habe, sind Typen, die laut über ihr Telefon in der U-Bahn Musik hören. Finde ich unerträglich. Unerträglich. Und irgendwie macht nie jemand was. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich jetzt der Typ bin, der es ansprechen wird. Und letztens war es soweit. Ich bin nachts mit der U8 gefahren und ein Typ hat die ganze Zeit Gangster-Rap gepumpt. Ohne Pause, ohne Pause. Ich weiß nicht, was so eure Höchstgrenze an Songs von Capital Bra ist. Meine ist bei ungefähr 7 Sekunden. Handgestoppt. 7 Sekunden. Handgestoppt. Ja, und irgendwann schaffe ich es nicht mehr. Wisst ihr, es platzt aus mir raus. Ich kann es nicht mehr zusammenhalten. Und ich rufe so über das gesamte Abteil zu ihm rüber. Komm, Digga, bitte, mach es einfach aus. Wir hatten alle einen langen Tag, wir wollen alle unsere Ruhe. Und der Typ schaut, ohne mit der Wimper zu zucken, von seinem Telefon hoch, schaut mir in die Augen und meint, was hast du gerade gesagt? Enorm wichtiges Detail für den weiteren Verlauf der Geschichte. Der Typ hatte eine Sense auf seiner Wange tätowiert. Schlechtes Zeichen, ganz schlechtes Zeichen. Die hat er da nicht, weil er so gerne Weizen per Hand erntet. Nicht der Grund. Und der Typ war beängstigend, ja wirklich beängstigend. So mega groß, aufgepumpt, eine Glatze, Alpha-Industry-Jacke, eine Camouflagehose, dass man die Tritte nicht kommen sieht. Furchtbar, der Typ. Und wisst ihr, es passiert das, was immer passiert. Es passiert das, was immer passiert. Alle schauen auf den Boden. Geschlossen. Alle schauen auf den Boden. Ich war in dem Moment so allein, als hätte ich auf einer Party erzählt, dass ich Anime schaue. Es ist... Du bist alleine. Und ich schaue auch auf den Boden. Ich schaue auch auf den Boden. Ich habe fucking Angst vor ihm, okay? Ich will nicht verprügelt werden. Aber dieses auf den Boden schauen ist ja auch ein Signal, dass man aufgibt. Und er nimmt es an. Er steht also auf. Und ich höre, wie er zu mir läuft. Und das ist der Moment, wo ich ernsthaft Angst und Panik kriege. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in der U-Bahn Panik kriege, dann gehe ich in den Stewardess-Mode. Das heißt, sie hat mir selber die Notausgänge der U-Bahn gezeigt. Und ich schaue weiter auf den Boden. Er kommt weiter zu mir. Und irgendwann ist er an meinem Vierer. Ich schaue immer noch nicht hoch. Also kommt er runter zu mir. Er kniet sich auf einem Bein. Ich bin sehr klein, er muss tief runter. Und er kniet sich so hin und er schaut so von unten nach oben in mein Gesicht und meint halt wieder, hey, sag mal, Falk? Und das war die Geschichte, die ich meinen guten Freund Mario wieder getroffen habe. Und meine Nieren behalten durfte. Sehr guter Mittwoch. Sehr guter Mittwoch. Ja, Mario und ich, wir kommen beide aus Cottbus, wir haben beide zusammen Abi gemacht. Wir haben uns einfach ungefähr 10 Jahre lang nicht mehr gesehen. Und wisst ihr... unsere Leben haben sich einfach so auseinanderentwickelt in den Jahren. Wisst ihr, also er hat irgendwann angefangen zu tätowieren. Ich bin Stand-Up-Comedian geworden. Ich glaube, man kann sagen, wir sind die klaren Gewinner unseres Jahrgangs. Und wir hatten eine geile Nacht. Wir hatten eine richtig geile Nacht. Wir sind irgendwann raus aus der U-Bahn, haben uns mega besoffen. Und ich bin am nächsten Tag schwerst verkatert aufgewacht und habe mir gedacht, ey, deine scheiß Vorurteile, was soll das? Und ich habe versucht, aus der Situation was zu lernen. Ich glaube, man kann daraus was lernen. Ich glaube, die Moral der Geschichte ist, wenn jemand ein Gesichtstattoo hat, quatsche nicht voll. Sei nicht bescheuert. Rollt nicht die Würfel. Ganz ehrlich. Also ich würde so weit gehen, ich habe mir einen Reim überlegt, einfach weil ich glaube, dass man sich sowas wie einen Reim besser merken kann. Und der Reim geht wie folgt. Hat jemand ein Gesichtstattoo, sticht er vermutlich gerne zu. Ich hatte ein ziemlich schwieriges letztes Jahr. Ich habe mich nach einer 9-jährigen Beziehung mit meiner Freundin zusammen getrennt.
Ja, das ist sehr nett, aber auch okay, weil, wisst ihr, es gab nicht mehr sehr viel mehr, wofür man hätte ordnen können. Wirklich, unsere Beziehung war einfach an einem Punkt, wo sie kaputt war. Da war nichts mehr zu retten. So, das letzte Jahr in unserer Beziehung haben wir zum Beispiel in zwei getrennten Betten geschlafen. Also sie im Bett, ich auf der Couch. Aber vielleicht aus einem anderen Grund, als ihr jetzt gerade glaubt, weil der Grund ist relativ logisch. Passt auf, also, okay, anders. Jeder Mensch auf der Welt hat, wenn er früh aufwacht, einen widerwärtigen Mundgeruch. Auch jeder hier im Raum, als würden wir irgendwie kollektiv schlafwandeln und nachts ein bisschen Kacke naschen. Ich verstehe nicht, warum wir Zähne putzen. Ich verstehe es nicht. Und ich muss sagen, ich habe wirklich einen super ekelhaften Mundgeruch. Und ich kann mich noch an den Morgen erinnern, da sind wir zusammen aufgewacht. Und ich schaue sie an und ich meine so, hey, guten Morgen, Schatz. Und sie dreht sich einfach nur auf die andere Seite. Aber ich höre, wie sie sagt, Alter, wer liegt da? Die U8. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Ich habe seit kurzem wieder eine neue Freundin. Das ist schön. Sie ist eine großartige Frau. Das Ding ist, mich schüchtert es manchmal ein, wie sehr sie mir überlegen ist. Sie ist wirklich eine beeindruckende Frau. Also nur, dass ihr ungefähr ein Bild von unserer Dynamik habt. Sie hat wahrscheinlich jede europäische Privatschule von innen gesehen. Und ich habe letztens kurz vor dem Sex gesagt, stabiler Torso-Schwester. Das ist unsere Dynamik. Und deswegen versuche ich die ganze Zeit so zu tun, als wäre ich krasser, als ich eigentlich bin. Wisst ihr, ich habe angefangen so zu tun, als würde ich wissen, was Jazz ist. Einfach nur, weil ich glaube, dass man das macht. Oh, und ich hatte letztens so einen ekelhaften, schmierigen, peinlichen Moment. Wisst ihr, wir sitzen so beide bei mir und ich sage irgendwann zu ihr, hey Babe, sei mal kurz ruhig und hör dir das Saxophon an. Und sie meint zu mir, Falk, das ist eine Klarinette. Es ist peinlich. Wisst ihr, ich will vor ihr immer abliefern. Und sie war letztens bei mir und wir fangen an, wir trinken ein bisschen Wein, wir hören Musik und irgendwann landen wir bei mir im Bett und wir fangen an, miteinander zu schlafen und es ist richtig schön, ich habe eine richtig gute Zeit. Und nach einiger Zeit meint sie zu mir, Falk, Feuer! Und ich habe mir gedacht, unter Druck kann ich nicht, okay? Also, so wird das hier nicht. Dann fällt mir aber auf, dass das wahrscheinlich nicht der Punkt war. Und ich schaue nach rechts und eins meiner Kopfkissen steht lichterloh in Flammen. Nicht so ein bisschen 1. Mai Berlin-Flammen. So richtige, richtige Flammen. Flammen. Und ich bin total schockiert davon. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also schaue ich sie an. Ich will wissen, wie sie reagiert. Und sie fängt einfach an zu lachen. Das ist ihre Reaktion. Und ich habe mir gedacht, fuck, ich date schon wieder einen Psychopathen. Das ist so voll mein Ding. Wisst ihr, ich bin so ein bisschen wie Hornbach. Ich denke mir, mach's zu deinem Projekt. Voll mein Ding. Das Ding ist aber, einer von uns beiden muss unser Leben retten und sie hat kein Interesse dran. Also es ist meine Aufgabe. Und ich fange an, dieses Kissen von unserem Bett zu fegen und ich trete dieses Kissen aus mit einer Erektion, die eines Wohnungsbrandes würdig ist. Fange ich an, dieses Kissen auszutreten. Und es ist furchtbar. Es dauert viel zu lang. Es ist die Hölle auf Erden. Ich bin fertig. Es steht dichter Rauch in meinem Zimmer. Ich habe Brandwunden an meinen Beinen. Ist nicht gut. Kein guter Moment. Aber das Ding ist, ich habe irgendwie auch einen fucking Wohnungsbrand verhindert, okay? Ich bin ein Held. Und vielen lieben Dank, drei Personen, die Heldentum verstehen. Und wisst ihr, ich will Anerkennung. Also drehe ich mich zu ihr um. Und sie gibt mir gar nichts. Sie liegt inzwischen mit einem Weinglas in der Hand im Bett, guckt mich an und sagt einen Satz, von dem ich niemals in meinem Leben geglaubt hätte, dass ich ihn hören werde. Und sie hat einfach nur gesagt, Falk, die Heidelbeeren brennen auch. Also was? Was? Und ich gucke nach links und auf meinem Schreibtisch, der nicht mehr in der Nähe meines Bettes steht, steht ein Schälchen Heidelbeeren, was brennt. Und das ist der Moment, wo mein Kopf ausgeht. So, okay, wir sterben. I don't give a fuck. Wir sterben. Und das Ding ist, da habe ich gemerkt, was sie für eine coole Frau ist. Weil sie hat begriffen, dass ich jetzt nicht mehr kann und sie jetzt übernehmen muss. Also steht sie langsam aus dem Bett auf mit ihrem Weinglas in der Hand und läuft mit ihrem Weinglas zu den brennenden Heidelbeeren. Aber sie hat nicht angefangen, ihren Wein da reinzukippen. Nein, sie ist Trinkerin. Sie hat angefangen, mit der Unterseite ihres Weinglases die Heidelbeeren auszuschlagen. Vielen Dank, es war mein Zelt. Ich bin Falk Pötzig. Vielen Dank.